Wenn Joe Hoagland morgens in sein Auto steigt, ist das mehr als nur ein Weg zur Arbeit. Wer durch die Straßen von Canton in Ohio fährt, besichtigt ein Stück amerikanische Industriegeschichte. Einst Hochburg der Stahlindustrie, nennen sie die Gegend heute den Rostgürtel. Ganze Fabrikgelände verrotten, Hochburg, das war gestern. Es ist hart, vor allem jetzt in der Krise. Die Leute haben durch Zwangsversteigerungen ihre Häuser verloren, ganze Existenzen sind weg, wirklich das volle Programm. Joe ist der Gewerkschaftschef hier in Canton. Zu jeder der Fabrikhallen kann er sagen, wann sie gebaut wurde und auch, wann sie wieder eingerissen wurde. Die Stahlindustrie ist weitergezogen. Mit den Preisen, zu denen China und Mexiko produzieren, kann Canton nicht mithalten. Viele Orte im Norden Amerikas haben den Strukturwandel verpasst, ganze Städte verarmen. Amerikas Arbeitslosigkeit verharrt auf Rekordniveau. Unsere Produktionen sind verlagert worden, zum Teil in den Süden des Landes, wo es keine Gewerkschaften gibt, aber vor allem nach Übersee, China, Indien zum Beispiel, wo Arbeit halt billig ist. Politisch gesehen ist Ohio Amerika im Miniaturformat. Der kleine Staat im Norden stimmt immer so wie der Landesdurchschnitt. Und der Obama-Frust ist groß. Im Gewerkschaftshaus von Canton telefonieren sich Obama-treue Wahlkampfhelfer die Finger wund. Sie wollen Cantons Arbeiter für die Demokraten mobilisieren. 2 Jahre nach der Obama-Seligkeit ein Frusterlebnis. Ja, man spürt die Obama-Enttäuschung immer wieder. Aber ich finde, die Leute haben ihm nicht genug Zeit gegeben. Ich sage allen, Bush hatte 8 Jahre, Obama erst 2. Abends präsentieren sich die örtlichen Kandidaten in Cantons Stadthalle. Die hohe Arbeitslosigkeit ist das Thema. Für viele hier ist der amerikanische Traum in der Krise geplatzt. Ich wurde vor 6 Monaten gefeuert. Seitdem bin ich arbeitslos und habe noch keinen neuen Job gefunden. Die Arbeitslosigkeit ist zu hoch. Darum sollten sich die Politiker jetzt kümmern, bevor sie sich wieder anderen Dingen zuwenden. Weil die Jobs weg sind, haben auch viele Menschen Canton verlassen. Dass Canton noch mal so aufblüht wie vor 20 Jahren, das glauben sie hier nicht mehr. Ganz egal, wer in Washington regiert.